So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer letzten Mai-Ausgabe von Pastor at Home. Denn morgen früh ab 7 Uhr bin ich schon über den Wolken und Richtung Korsika und wir werden eine Woche dort arbeiten und eine Woche anschließend dort versuchen, ein bisschen Urlaub zu machen. Deshalb wird unsere nächste Einheit erst am 6. Juni sein, wenn ich wieder zurück bin, falls ich wieder zurück bin und nicht dort bleibe. Von daher werden wir zwei Wochen Pause machen, die ich euch gönne. Und ich hoffe, dass ihr dann Anfang Juni wieder mit dabei seid. Heute möchte ich nochmal die Einheiten der letzten Wochen nochmal so zusammenfassen und ein bisschen persönlich werden beim Thema Sendung. Also wir haben über diese Reihe The Chosen gesprochen, Auserwählte, die Auserwählten und das auch auf uns übertragen, dass Gott Menschen ausgewählt hat zu einem bestimmten Dienst. Einerseits sind wir ausgewählt und berufen, bei Jesus zu sein und diese Berufung ist auf Ewigkeit angelegt, also wir werden einmal wirklich bei ihm sein und hier auf Erden so viel Zeit mit ihm zu verbringen wie möglich. Nicht wie nötig, sondern wie möglich. Und das andere ist dann die Sendung, wo Gott mich hinschickt. Und diese Sendung ist temporär, sie ist zeitlich, sie kann wechseln, zum Beispiel bei Familien, jungen Müttern, wenn Kinder da sind, ist eine Sendung jetzt in die Familie hinein. Sie kann in die Gemeinde hinein sein, sie kann auch sein, dass du im Beruf sehr erfolgreich wirst und das nicht um deiner selbst willen machst, sondern wirklich um dort auch Reich Gottes aufzubauen, eine Firma aufzubauen, mit der du sehr viel Segensspuren hinterlassen kannst. Also die Sendung ist sehr unterschiedlich und dazu hat Gott uns befähigt, dazu hat Gott unsere Persönlichkeit in uns hineingelegt, uns sehr unterschiedlich gemacht. Er hat uns Fähigkeiten gegeben, er hat uns Gaben geschenkt und die unterscheiden sich von den natürlichen Fähigkeiten in vielen Punkten und darüber haben wir gesprochen. Das ist so das, was Gott aus unserem Leben gemacht hat, beziehungsweise was er sich geplant hat. Was wir zu tun haben, ist die Formung unseres Charakters, beziehungsweise Gott an unseren Charakter heranzulassen. Unsere Persönlichkeit ist festgelegt, auch die Gaben sind da und können ausgebaut werden, aber an unserem Charakter können wir sehr viel bauen oder auch deformieren. Wir können kindisch bleiben, wir können unreif bleiben und werden. Wir können aber auch geistlich reifen und das werden wir dann im Juni machen, die Arbeit an unserem Charakter. Ich möchte noch mal ein bisschen erzählen von der Sendung in meinem Leben. Ich habe ja meine Schule beendet, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ich sollte eigentlich Abitur machen, hatte aber also absolut in der Phase keine Lust. Bin dann abgegangen und habe einen Beruf gelernt, mehr oder weniger aus Bequemlichkeit. Nach dem Beruf, ich habe Orthopädie gelernt, Orthopädie-Technik. Und nach dem Beruf habe ich dann im Krankenhaus gearbeitet, im Zivildienst. Und habe es geschätzt, mit Menschen zu arbeiten, mit Menschen unterwegs zu sein. Und deshalb wollte ich zusammen mit meiner Familie, damals ein Kind, wollten wir nach dem Zivildienst eigentlich in die Lepra-Arbeit der Christoffel-Blinden-Mission gehen und dachten, das wäre unsere Sendung. Das hat sich aber alles nicht, die Türen sind nicht offen gegangen. Wir hätten Zusatzausbildung haben müssen. Und stattdessen führte unser Weg ins Forum Wiedenest, damals noch Bibelschule Wiedenest. Ich habe dort 3 Jahre lang Theologie ein bisschen studiert und danach wusste ich auch nicht, wie es weitergeht. Ich war 6 Jahre dann Jugendreferent, Jugendmissionar in Wiedenest, bin viel rumgereist, bis meine Frau gesagt hat, hey, wir haben jetzt 4 Kinder und wir haben 20 Haustiere und jetzt solltest du mal ein bisschen sesshafter werden. Also haben wir uns umgeschaut und meine Sendung ging dann nach Erkrath hier nach Hochdahl. Das war 1991, also im letzten Jahrtausend, stell dir vor. Und das war also vor 32 Jahren. Die Treffung Lebengemeinde ist somit meine erste Gemeinde gewesen, in der ich verantwortlich gearbeitet habe. Und sie, glaube ich, wird auch meine letzte sein, weil ich bald in den, ist es ein wohlverdienter Ruhestand oder weiß ich nicht, auf jeden Fall die BFA sagt, du kannst jetzt in den Ruhestand gehen. Das war also über lange Zeit meine Sendung als Pastor, als Leiter, als geistlicher Verantwortlicher einer Gemeinde. Und dort musste ich mich bewähren. Und ich habe es zu schätzen gewusst, lange Zeit
am Ort zu sein, auch die Früchte einer Arbeit zu erleben. Viele meiner Kollegen wechseln alle 5, 6, 7 Jahre und kriegen auf immer nur den Aufbau mit, aber nicht so auch die Früchte einer Arbeit. Und Gott hat das geschenkt, dass ich jetzt immer wieder sehen kann, wo ich immer mehr abgeben darf, dass die Arbeit gut weitergeht, dass da Menschen sind, die die Arbeit toll weitermachen eben. Das war so ein bisschen, könntest vielleicht sagen, boah, das war langweilig, 30 Jahre am Ort. Ich hätte es mir vielleicht nicht ausgesucht, aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der alle 2, 3 Jahre etwas Neues braucht. Und ich bin ein bisschen kontinuierlich begabt und von daher habe ich mich gefreut, dass wir hier vor Ort bleiben konnten und hier erleben konnten, wie Gott sein Reich baut in Erkrath durch die Treffpunkt Leben Gemeinde. Wie es weitergeht, wird sich dann zeigen eben. Wir werden eine kurze Zeit der Auszeit haben, wenn ich die Rente habe. Und dann Gott fragen eben, was er an neuen Aufgaben für uns hat. Was wir zusammen machen, was wir einzeln machen, solange Gott uns natürlich Gesundheit schenkt und wir in seinem Reich arbeiten dürfen. Aber das ist noch eine sehr offene Zeit und ich bin ganz gespannt, wie Gott uns da führt. Das habe ich in meinem Leben erleben dürfen. Ich habe aber auch erleben dürfen, wie Gott mich trotz dem, was er in mich hineingelegt hat, zum Beispiel eine mehr introvertierte Persönlichkeit, das bin ich, ich musste viel auf die Bühne gehen, ich musste viel vorangehen und Gott hat Gnade dazu geschenkt. Ich bin immer noch nicht ein outgoing Mensch, ich bin immer noch nicht ein Mensch, der am liebsten mit Menschen zusammen ist und aufblüht, je mehr Leute da sind. Nach wie vor bin ich in meiner Persönlichkeit so, wie ich bin, so wie Gott mich geschaffen hat. Aber ich durfte lernen, dass ich trotzdem eben erlebt habe, dass ich mich vor Menschen bewähren konnte und vor Menschen treten konnte. Und Gott hat die Gaben, die er in mich hineingelegt hat, die Gabe der Lehre und die Gabe der Ermutigung und auch die Gabe der Seelsorge, das konnte er in dieser Zeit gebrauchen. Das ist so ein bisschen kurz meine Lebensgeschichte, was hinter Pastor at Home steckt. Ich könnte euch natürlich noch tolle Sachen über meine Frau erzählen, über meine wunderbaren Kinder, 4 an der Zahl und über meine 8 Enkel. Aber ich wollte einfach nochmal die ganze Einheit so abrunden. Jetzt wünsche ich euch einfach mit dem, was ihr gehört habt, mit dem, was ihr auch weiterhin hören werdet. Ich bin ja nicht der Einzige im Netz. Gottes Segen, hört nicht zu viel. Versucht auch immer wieder Dinge, die ihr hört, auch irgendwie umzusetzen. Ansonsten werden wir immer mehr die Theoretiker, die viel wissen, aber wenig selber tun. Also nutzt die 14 Tage nicht zu viel Neues zu hören. Und dann gehen wir weiter mit Pastor at Home, mit kleinen Einheiten, kleinen Appetitanregern für deinen Alltag. Gott segne dich und ich würde mich freuen, wenn du ab dem 6. Juni wieder mit dabei bist. Gott segne dich.